Ja, wir sind hier in Unterinn am Ritten, inmitten der Apfelbäume auf 900 Meter Meereshöhe. Der Ritten ist ein eher junges Apfelanbaugebiet. Erst seit ungefähr 20 Jahren werden auf dieser Höhe Äpfel angebaut. Thomas Kohl hat sich auf die Produktion von sortenreinen Bergapfelsäften spezialisiert. Ähnlich wie man es aus dem Weinanbau kennt, legt er höchsten Wert auf die Apfelsorten und deren Pflege über das ganze Jahr. Hier am Kohl-Obsthof Treudner wachsen 6 verschiedene Sorten, die zu Bergapfelsaft verarbeitet werden. Neben zahlreichen Gourmet-Auszeichnungen hat Thomas Kohl im Dezember 2012 den Smart Social Media Award erhalten. Und zwar für seine Ideen, mit denen er im Internet auf seine Säfte aufmerksam macht. Bis jetzt kann man ja über das Internet keine Düfte und Gerüche und Geschmäcke weitergeben. Aber unser Gedanke war eben der, dass wir durch unsere Freunde dazu animieren können, zu Hause unsere Säfte zu verkosten und dann natürlich auch aktiv darüber zu berichten. Das heißt, wir haben uns Gedanken gemacht, eben eine interaktive oder eine Online-Verkostung zu machen. Das ist dann so abgelaufen, dass wir das ausgeschrieben haben unter unseren Fans und dann praktisch einen großen Tisch da auch eingeblendet haben. Und jeder konnte sich praktisch an diesem Tisch einen Platz aussuchen. Das heißt, er hat dort seinen Namen praktisch gepostet und somit war das dann sein Platz, wo er dann bei der Verkostung gesessen ist. Und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt haben wir dann diese Verkostung gemacht. Das heißt, wir sind alle vor unseren PCs gesessen, haben nacheinander die Flaschen dann geöffnet, haben versucht, dass wirklich jeder auch die gleichen Voraussetzungen hat, also aus dem gleichen Glas trinkt dann auch. Und haben dann nach und nach eben die verschiedenen Säfte geöffnet, verkostet und darüber diskutiert. Und das war eigentlich sehr interessant, weil sich dadurch dann logischerweise auch wiederum viele Freunde unserer Freunde dann eingeklinkt haben, teilweise mitdiskutiert haben und teilweise natürlich auch ja, vielleicht dann später zu unserer Fangemeinde dazugekommen sind. Was wird die Zukunft bringen und wohin entwickelt sich Social Media mit Facebook und Co.? Insgesamt, glaube ich, wird diese Gemeinde immer größer. Es wächst und ist auch in der Vergangenheit nicht in jedem Land gleich schnell und gleich stark gewachsen, aber insgesamt wächst es und ich glaube, wenn wir es schaffen, eben interessierte Menschen dort zu finden, zu kontaktieren, sich für unsere Produkte zu begeistern, dann ist es ja eigentlich schon der richtige Weg.